vorstellen. Ich bin zuständig in der ASFINAB, das ist die Autobahn- und Schnellstraßenfinanzierungsaktiengesellschaft, als Telematikkoordinator in Österreich. Bin da verantwortlich für die Planung, für die Beschaffung sowie für die Errichtung dieser Infrastruktur. Und vereinfacht gesagt, die ganze Sensorik, Videokameras und unser Netz. Und habe zwei Studien an einer Fachhochschule gemacht, am Technikum Wien. Das eine war Elektronik Wirtschaft und das zweite, was ich dann angeschlossen habe, und zwar dann auch der Master, war Technisches Umweltmanagement, die ich am Technikum Wien absolviert habe. Ich habe mir folgende Inhalte für heute vorgenommen. Ich möchte mal generell ein paar Überlegungen zur Motivation eines Masterstudiums mitgeben. Ich möchte dann etwas Allgemeines über den Aufbau eines Studiums und über die Abläufe berichten und dann auch auf die Herausforderung Arbeit im Studium eingehen, weil die Masterstudien zum Teil ja berufsbegleitend angeboten werden. Ich möchte dann bezüglich der Spezialisierung auch ein paar Vorteile herausgreifen, die so ein Masterstudium im Job bringen kann und dann auch einen Fokus auf die Soft Skills legen. Das ist auch ein interessanter Nebeneffekt, neben den ganzen Studienzeiten, Lernzeiten, Gruppenarbeiten und Seminaraufgaben gibt es dann immer oft eine sehr gute Möglichkeit, sich zu vernetzen, weil viele Kolleginnen und Kollegen schon im Job stehen. Jetzt natürlich auch die nicht im Job stehen, ist auch völlig egal in dem Fall, aber es gibt eine sehr gute Vernetzung, weil einerseits die Kolleginnen, die schon im Job stehen, einen anderen Fokus auf gewisse Aufgabenstellungen haben, den man mitnehmen kann. Und es ist auch möglich, einen Erstkontakt zu Arbeitgebern schon herzustellen. Und da sagt der Kollege dann, mit dem er sich im Studium dann vielleicht schon anfreundet oder ein Netzwerk aufbaut, du in meiner Firma XY, da wird es demnächst diese Position gesucht. Und da gibt es dann schon oft die Möglichkeit, dass man während des Studiums schon den ersten Schritt in ein Unternehmen machen kann. Im Idealfall mit Empfehlungen der Kolleginnen und Kollegen. Ja, das ist, da danke ich für die Aufmerksamkeit. Ich stelle Fragen gerne in dem Podium oder sonst vorne noch zu.